Ja, Menschen mit Behinderungen bekommen Psychopharmaka. Natürlich bekommen sie Psychopharmaka, keine Frage. Das ist einfach eine These, die man lernt, dass das so ist. Psychopharmaka sind bei allen Altersstrukturen von Menschen, bei Kindern, bei Jugendlichen, bei Erwachsenen bis hin zu den alten Menschen in unserer Gesellschaft, als auch natürlich bei Menschen mit Behinderungen. Ich glaube, klar sagen zu können, dass es in der Tat so ist, dass es bei vielen Menschen, für mich in allen Altersgruppen auch, nicht immer sinnvoll und sinngebend ist für die Menschen, diese nehmen zu müssen. Aber ich will Ihnen noch erklären, zumindest in unserer Sicht, wie es dazu überhaupt kommt und was dazu führt und dann das Projekt, was er das Ziel verfolgte, unsere Menschen mit einer geistigen Behinderung davon ja zu befreien, was uns in wirklich ganz vielen Einzelfällen gelungen ist. Ja, unser Projektverlauf könnten feststellen, dass zum Beispiel bestimmte Psychopharmaka, die ausgewiesen sind, ganz klar ausgewiesen sind als eine Bedarfsmedikation für einen kurzen Zeitraum, 4, 6 Wochen, wie auch immer das der Arzt festlegt, dass diese ganz schnell schwuppdiwupp als Dauermedikation da sind und dann einfach bei unseren Bewohnern haben wir wirklich im Projekt festgestellt, 20 Jahre einfach gegeben und niemals jemand auf die Idee kam, mal zu gucken, ah, ist sie überhaupt erforderlich, muss sie überhaupt bekommen und wie kann man da vielleicht mal eine Veränderung finden. Hat einfach niemand gemacht. Menschen mit Behinderung sind aber einfach aufgrund der Begeisterung in unserem Fall oftmals gar nicht anders in der Lage, sich der Umwelt, uns, allen anderen, die sie begegnen, mitzuteilen. Und wenn sie in diesen gerechtfertigten Verhaltensweisen, wenn sie so sehr eben sind, dann ist das für sie einfach oftmals nur ein Ausdruck von dem, was sie wollen oder was sie nicht wollen. Und sie können es aufgrund der kognitiven Einschränkung eben nicht anders der Umwelt vermitteln. Also tun sie es mit etwas, ja, lauteren Worten oder ja auch mal einen Tassor, vielleicht so mal Schulen hat sie sagen, so ja, Gott, hier bin ich, mir passt gerade noch das, aber ich kann nicht sagen, was sie tun, die gerade für eine Herausforderung gelaufen ist. Und das wiederum führt eben wirklich schon zu dem, was ich schon sagte, dass dann ganz schnell Hilfe aus heutiger Sicht an nicht immer an der richtigen Stelle gesucht wird. Unerwünschten nachteiligen Medikamentenwirkung kurz da reingehen und das sind, wie man schon gesagt, dass sie eben ruhig stellen die Menschen, dass sie die Menschen müde machen, dass sie ihnen antriebsdämpfend wirken, dass sie ihnen zu einer Passivität führen. Die Verlust an Lebendigkeit, zwar zu den Migrationsschwierigkeiten, kognitive Einschränkungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Gewichtszunahme, hormonelle Störungen, bis hin zu Beeinträchtigung der Sexualität, beziehungsweise auch zu Beeinträchtigung von inneren Organen. Das wissen wir alle. Das ist etwas, das ist ein Fakt, da muss man gar nicht diskutieren, das ist einfach so. Aber eben in jedem Fall nicht günstig für den Menschen, der diese Psychopharmaka. Ja, wie gesagt, diese damaligen Einzelversuche sind leider Gottes immer gescheitert und dann haben wir uns gesagt, da muss einfach eine andere Methode zur Anwendung kommen und dann kam ganz schnell die Idee, es kann nur ein Projekt sein, es kann nur ein Projekt sein. Mit ganz vielen Partnern, Kooperationspartnern, die wir brauchen, haben uns da ganz viel Gedanken darüber gemacht und haben allerdings erst 2004, nach dem Umbau unseres Hauses, diesem Thema nochmal intensiv gewidmet und ein Projekt gegründet unter meiner Führung. Und dann 2 Jahre lang an einem Konzept gearbeitet, wo wir ganz, ganz viele Bereiche versucht haben zu berücksichtigen. Die Projektgruppe hat sich dann im ersten Schritt mit folgenden Grundgedanken auseinandergesetzt. Menschen mit Behinderungen sollen so leben, wie sie es selber wollen und nicht die Gesellschaft, sprich wie alle anderen, die in ihrem Umfeld zu erleben sind, das ihnen vorschreibt. Das war so eine ganz klare Grundhaltung, die auch eingenommen wurde, dann, was wollen wir? Ganz schnell war, ich glaube, in der ersten und zweiten Präsentation war der Titel des Projekts, und da ich für mich ganz klar, so soll ich selber sein und sein wollen, können und dürfen. Dann haben wir klar gesagt, als ein Grundgedanke des Projektes muss und soll sein, dass wir niemals an keiner Stelle unserer Arbeit im Projekt mit Schuldzuweisungen arbeiten wollen zu den Verordnungen, die bei den Menschen mit Behinderungen an Psychopharmaka vorhanden sind, gegenüber allen Menschen, die in dem Umfeld da sind. Das sind ganz viele, glauben Sie mir. Das sind die Familie, das sind die russischen Betreuer, das sind die Mitarbeiter in einem Wohnhaus, das sind allgemein Fachmediziner und die russischen Betreuer. Es gibt immer ganz viele Menschen, die um den Menschen mit Behinderungen eben tatsächlich in seinem Umfeld da sind. Und wir wollten niemanden. Alle würden vielleicht irgendwo ein Stück dazu mit bei oder tun dazu bei, dass es eben womöglich dazu kam. Aber wir wollten grundsätzlich immer so herangehen, an jedem, mit dem wir Gespräche gesucht haben,
eben nicht mit Schutzgewährungsarbeiten, sondern wir einfach nur gucken, sie zu sensibilisieren, sie mit ins Boot zu bekommen und uns auf den Weg machen. Dann haben wir ganz klar gesagt, dass es eben grundsätzlich so sein soll, dass die Psychopharmaka, wenn überhaupt, dann so wenig und so kurz wie möglich. Das heißt ganz klar, was auch schon gesagt wurde, dass man eben solche Verordnungen immer wieder mal wirklich einfach etwas machen muss. Und das muss man tun. Nicht darauf warten, dass das irgendwann von allein passiert. Das passiert es nicht. Es geht einfach so weiter, wie man eben dagegen eine Zielstellung für das Projekt erarbeitet. Und die Zielstellung hat dann folgende Inhalte gehabt. Die Menschen mit ihren geistigen Behinderungen sollen selbstbestimmt werden, möglichst ohne Psychopharmaka, also möglichst nicht grundsätzlich frei. Die Lebensqualität sowie ihr subjektives Wohlbefinden soll von den Menschen verbessert werden. Eine weitere Zielstellung im Konzept war, die sachlichen und personellen Rahmenbedingungen sollten angemessen sein. Wir waren so kühn und wir sind davon ausgegangen, dass wir im Projekt für das Regenhaus mindestens 4 bis 5 zusätzliche Mitarbeiter gewinnen können, einstellen können. Wollten auch das Projekt, das war uns immer klar, auf einen längeren Zeitraum anlegen. Wir dachten damals an 5 Jahre. Das hat sich dann reduziert auf 3 Jahre. Ich erinnere mich noch, woran das lag. Und klar war auch eine Zielstellung, dass das ist auch schon erwähnt worden, dass es, wenn die Menschen von Psychopharmaka befreit werden, ganz klar ist, dass sie auch ganz anders im Leben reinkommen, also da sind, wacher sind, heller sind, und da muss man gegensteuern, ganz logisch. Und das heißt, dass wir unser pädagogisches Konzept im Regenhaus für das Projekt einfach ganz viele ergänzende Maßnahmen versucht haben zu planen und auch gemacht haben, um eben dann diese frei gewonnene Energie, diese Lebensfreude, die sie bekommen sollten, dann noch dagegen etwas vorzuhalten, wo sie sich dann das ausleben können. Das war ganz wichtig, und da haben wir auch schon von Ihnen erwähnt, Zusatzmaßnahmen angeboten im Bereich der Körperbewegung, Schwimmen, Marathonlauf, Muskelaufbautraining, Theaterkunst, Musiktherapie, hoffentlich eine sehr, sehr wichtige Art, und eine Gefühlsbeherrschung. Dann haben wir die kurz vor Beginn des Projektes, die Bewohner und Bewohner, einfach mal die für uns in dem Kreis der möglichen Mitstreiter im Projekt, haben wir sie mal in unserer Tagesordnung mal gebeten, einfach mal bildlich darzustellen, was sie unter Medikamenten verstehen, Tabletten, was sie meinen, was das für sie bedeutet. Da kam, ich habe nur ein Kunstwerk mitgebracht, da kam aber für mich erstaunlich, das Kunstwerk zustande, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Aber am Reglesen war für mich dieses hier von der Elvira, die hat eben gesagt und gemalt, ja, Tabletten machen mich müde. Ich renne träge durchs Haus, habe zum Schluss, ja, ich will sie nicht mehr. Das war eine ganz klare Führung. Und die Elvira war eine der Teilnehmerinnen, mit der es möglich war, also für sich selber, es möglich war, sie komplett auszuschleusen, als alle Präparate, die sie bekam, und es waren 3 seiner Zeit, und sie hat dann sogar für sich die Lebensperspektive noch erweitern können, ist nach dem Laufzeitraum, also nach 2012, sogar über unsere Trainingswohnung, die wir im Hause haben, ausgezogen, geht heute in einer selbstständigen Wohnung. Das ist doch ein super Erfolg, ein Teilnehmer, der zuvor sehr zurückgezogen in seinem Zimmer wohnen lebte, kaum nach draußen kommen, verbal kaum kommunizierte, die sind noch Tage, die hätten wir filmen sollen, früher nachher, habe ich leider nicht. Wir hatten nur einen Zwischenfahrrad, was wir dann schrittweise ausgeschlossen haben, und nach, ich glaube, das war auch nur ein Vierteljahr, was wir dort brauchen, ist ja ein völlig anderer Mensch, das ist ja fast der stellvertretende Hausmeister. Ich erwähne auch schon, das will ich jetzt auch an jeder Stelle nochmal ganz deutlich sagen, dass wir natürlich nicht nur positive Erfahrungen mit dem Projekt gemacht haben, nein, das war am Tag nicht so. Wir hatten bei 2 Projektteilnehmerinnen, einem Damen und einem Herrn, tatsächlich plötzlich im Verlauf der Produktion mussten wir feststellen und wahrnehmen, dass sie sich völlig wesentlich verändert haben, aber nicht positiv. Einer war aggressiv, ging zurück, zog sich plötzlich zurück, und der andere war, hatte dann plötzlich Halluzinationen, die zuvor nie kannten, nie erlebt haben bei ihr. Und ich sagte ja schon, wir hatten ja keine Biografien vorzulegen, hatten keine Informationen, was so womöglich vielleicht doch an psychischen Erkrankungen da sein könnte, und haben sie dennoch eben mit diesem Nichtwissen in das Projekt mit reingenommen, mussten aber diese beiden Personen sehr wohl bedauern, sehr langen Krankenhausaufenthalt in der Psychiatrie, wo wir einen guten Partner hatten und da die Wohnung abgebrochen, mussten sie dann nochmal therapeutisch doch wieder auf ein Medikamentenlevel einstellen lassen, und sie haben dann so
der Ansatz des Krankenhauses, das waren ihre Schulen, haben dann neue Medikamente, neue Präparate, die es dann mittlerweile auf dem Markt auch gibt, mit womöglich etwas schoneren Nebenwirkungen haben sie dann bekommen und beide konnten dann aber wirklich lange Aufenthalt in der Klinik wieder in ein normales Leben und dann für sie dann eben das adäquate Leben wieder zurückfinden. Aber wie gesagt, auch diese Erfahrungen haben wir im Projekt. Was wir auch noch drin hatten, waren Fachberater, Fach- und Supervisionen. Wir hatten als Fachberater hatten wir einen Neurologen, Tischhaber, der kurz vor unserem Projekt, das hat er uns so vermittelt, sich aus seiner privaten Praxis raus verselbstständigt hat in Richtung als Gutachter, er war nicht mehr Tischhaber tätig. Und dieser Kollege, der stand an unserer Seite zur Gutachtung und Aufschauen auf die Medikationen, die wir vorhanden haben. Es waren nicht ganz so lange Listen, wie wir Kollegen gesehen haben, im Einpflegebereich, also 18 Medikamente hatte ich dann noch nie gehabt, aber bis zu 5, 6, 7 gab es auch schon bei uns im Hause. Und die hat sich der Fachberater, der Kollege, angeschaut, hat dann einfach auch da schon mit seinem Blick auf die Verordnungen gesehen und festgestellt, dass zum einen Bedarfsmedikation als Dauermedikation gegeben und zum anderen, dass tatsächlich Wechselwirkungen, die man einfach aus Sicht der Präparate oder die angeschaut, die sich auch oftmals aufgehoben haben. Das eine wirkt das, was wir sollen, anders geht das wieder auf. Also war sinnlos, dann weiter ausschlossen, wenn haben wir gemacht. Aber sowas hat eben sich niemand groß angeschaut. Und dieser Kollege, der hat natürlich ganz, ganz eng mit den Fachärzten gearbeitet, das hatten wir so organisiert, dass wir das Haus haben Vorschläge unterbreitet für Projektteilnehmer. Der Fachberater hat dann draufgeschaut auf die Medikation und hat sich dann mit den Fachärzten in Verbindung gesetzt und die Planung dann vorgenommen, die wir dann in der Praxis umsetzen konnten.